Heute backen wir ein leckeres Schwarzbrot. Das geht auch erstaunlich einfach, muss ich sagen. Hallo, Nico hier, schön dich zu sehen. Das schneide ich jetzt auch gleich noch auf. Aber bevor ich das mache, da zeige ich dir erst noch, wie ich das gebacken habe. Das Rezept ist für eine große Kastenform mit 30 cm Länge und reicht dementsprechend für ein Brot, kann aber nach Belieben verdoppelt oder verdreifacht werden. Wir beginnen am Abend vorher mit dem Ansetzen des Sauerteigs. Dafür gebe ich hier 75 Gramm Wasser, 75 Gramm Weizenvollkornmehl und 30 Gramm Anstellgut in einen Becher und verrühre alles miteinander. Damit ich weiß, wann sich das Volumen des Sauerteigs verdoppelt hat oder noch besser verdreifacht, markiere ich mir die Höhe mit einem Gummiband. Wie lange der Sauerteig tatsächlich reift, bis er sein Volumen verdoppelt hat, hängt von deinem Anstellgut ab, wie aktiv es ist, sowie von der Temperatur, die herrscht. Bei mir ist der Sauerteig nach etwa 8 Stunden soweit. Das heißt, am Abend um 23 Uhr den Sauerteig ansetzen und am Morgen um 7 Uhr mit dem Teig beginnen. Damit sich keine Fruchtfliegen im Sauerteig niederlassen, decke ich den Becher mit einem Küchentuch ab. Dadurch, dass wir Sauerteig verwenden, hält sich das Brot nachher ewig frisch. Am nächsten Morgen geben wir 725 Gramm Wasser und 100 Gramm Zuckerrübensirup in eine Schüssel. Ich habe ihn mir etwas aufgewärmt, dadurch wird er schön flüssig. Dazu kommen 500 Gramm mittelfeiner Roggenschrot. Und da ich den Weg bekomme, mahle ich mir den ganzen Roggen im Blitzhacker. Am besten ist es natürlich, wenn man eine Getreidemühle verwendet. Die steht auch ganz oben auf meiner Wunschliste, aber so geht's auch. Weiter kommen 250 Gramm Sonnenblumenkerne, 175 Gramm Weizenvollkornmehl, 10 Gramm Salz und 160 Gramm vom Sauerteig dazu. Den Rest des Sauerteigs bitte wieder als Anstellgut verwenden. Ich habe immer ein kleines Gläschen davon zusätzlich als Backup im Kühlschrank. Nicht, dass ich aus Versehen mal alles in den Teig gebe und dann ist der 2 Jahre alte Sauerteig futsch. Das habe ich nämlich schon hinbekommen. Also immer daran denken. Alle Zutaten stehen übrigens noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Ich sagte ja am Anfang bereits, dass es sehr einfach wird. Die Zutaten müssen jetzt nur verrührt werden, bis sich der Sauerteig aufgelöst hat. Kurz abdecken, der riecht nämlich so verlockend und zumindest bei mir hier draußen schwören da gleich die Fruchtfliegen an. Als nächstes reiben wir die Kastenform mit einem Esslöffel voll Butter aus. Die Ecken dabei nicht vergessen und die Form dann mit etwa 30 Gramm kernigen Haferflocken ausstreuen. Wir wollen ja nicht, dass das Brot nachher in der Form stecken bleibt. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und unterstütze den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Hilf mir bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit dem Video. Den Teig dann in die Form abfüllen und abdecken. Form an einen warmen Ort stellen und den Teig für 5 Stunden gehen lassen. Bei 5 Stunden reicht der Wecker nicht mehr aus und die Wecker-App muss herhalten. Die Form nach dem Gehen auf den Gitterrost in den kalten Backofen stellen. Zweiter Einschub von unten und die Temperatur auf 100 Grad Ober-Unterhitze einstellen. Das Schwarzbrot für 3 Stunden backen. Für ein noch dunkleres auch gerne 4 Stunden. Das Brot nach 3 Stunden herausnehmen, auf ein Gitter stürzen und auskühlen lassen. Danach am besten über Nacht in einen Gefrierbeutel stecken und reifen lassen. Je älter das Schwarzbrot wird, desto besser wird es, finde ich zumindest. Es hält sich gekühlt mindestens 2 Wochen. Länger habe ich das jetzt noch nicht ausprobiert, da es aufgegessen wurde, kann mir aber auch gut vorstellen, dass es bis zu 4 Wochen hält. So, ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und dein eigenes Schwarzbrot zu backen. Das geht doch wirklich super einfach. Ich habe ja gesagt, ich schneide das noch auf. Das machen wir jetzt auch mal. Wir wollen ja schließlich gucken, ob es auch durchgebacken ist nach 3 Stunden bei 100 Grad. So, das
das sieht doch ziemlich lecker aus, oder? Und ich kann dir sagen, das ist auch wirklich sehr saftig. Und also ich mag diese würzige, liebliche Note. Und ich habe irgendwie das dringende Bedürfnis, gerade mal ein kleines Stückchen davon zu probieren. Ja, die Fliege hier anscheinend auch. So. Jawohl, so muss das sein. Einfach mega lecker. Bevor ich dir jetzt noch lange einen vorschmatze, verabschiede ich mich für heute. Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. In dem hier. Oder in diesem hier. In einem von den beiden, die da zumindest gleich erscheinen. Das gesagt, der Nico ist weg. Tschüss. Hier. In die Küche gehen. Schwarzbrot selber backen gehen. Das ist mega lecker. Und super einfach. Ich muss da eigentlich mal ein bisschen Leberwurst draufschmieren gehen. Tschüss.